Die hat sich jetzt in eine Illusion verliebt und irgendwann merkt die, wie das alle in meinem Leben zuvor gemerkt haben, ich bin eben nicht genug und ich reich nicht aus. Und dann wird die mir das Herz brechen. Ich bin ja nicht im Krieg, sondern in der Liebe. Das ist mir viel zu spät eigentlich erst bewusst geworden. Man wirft einen Diamanten weg und geht Steine sammeln. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Das war so und das habe ich damals sehr rücksichtslos und mit Ansage getan. Er steht auf der Bühne und 17.000 begeisterte Fans jubeln ihm zu. Toni Kraus badet im Erfolg. Doch der Ruhm kann seine tiefen Selbstzweifel nicht ausräumen. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Toni. Hallo. Du hattest mit 7 Jahren deinen ersten großen Auftritt. Was war das genau? Also der erste richtig große war bei Florian Silbereisen. Damals hieß das noch Feste Volksmusik. Frühlingsfeste Volksmusik war das. Heute heißt es Schlagerboom, aber es ist im Prinzip dieselbe Sendung gewesen. Und da durfte ich als 7-Jähriger zum ersten Mal zu Gast sein. Wie war das für dich? Ich meine, als 7-Jähriger auf eine Bühne vor Tausenden von Leuten in so einer ganz bekannten Sendung. War dir da nicht mulmig? Oder wie hieß dir innerlich? Also ich habe einen musikalischen Papa, das heißt, ich bin auf der Bühne groß geworden. Ich stand mit 3 Jahren das erste Mal auf der Bühne. Für mich war das irgendwie einfach schon Alltag. Und ich habe das einfach immer geliebt, auf die Bühne zu gehen und Musik zu machen. Und ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel darüber nachgedacht, wie viele Menschen da sind. Oder die haben ja auch zwischen 7 und 8 Millionen Einschaltquoten gehabt. Also wie viele Leute da auch hinter der Kamera zugucken. Ich wollte einfach Spaß haben und singen. Nach diesem Auftritt, was ist dann passiert? Ich meine, du warst dann super bekannt als Kind, Kinderstar. Was ist passiert? Es kam zu einer der größten deutschen Plattenfirmen. Die haben mich unter Vertrag genommen, haben ein erstes Album gemacht, 2 Jahre später dann ein zweites Album. Und es blieb im Prinzip nicht bei diesem einmal Silbereisen-Show, sondern ich war ab 2005 in jeder Silbereisen-Show bis 2009. Nicht nur da, ich habe von ARD, ZDF, also von allen, auch ein paar private Sachen. Ich war bei TV Total, bei Stefan Raab, durfte ich mal auf der Couch sitzen. Ich habe eigentlich alles machen dürfen, wo man halt als 7-, 8-, 9-jähriger Volksmusikant eigentlich normalerweise nicht hinkommt. Ja, das waren ja Riesenerfolge auch für dich als Kind, ne? Als 7-, 8-, 9-, 10-, 12-jähriger. Gab es auch Dinge, an denen du gezweifelt hast, die nicht gut liefen, wo du dich gefragt hast, was passiert da? Ich glaube, ich habe an mir relativ zeitig gezweifelt. Ich war als Kind, also ich sage immer ganz böse, ich war ein Unfall. Also das heißt, ich war kein Wunschkind. Habe das irgendwann relativ zeitig erfahren und bin dann natürlich trotzdem angenommen worden und geliebt worden wie ein Wunschkind. Aber im ersten Moment eben war es jetzt nicht so, dass meine Eltern mich geplant hätten. Und meine Mama war noch mitten im Studium, mein Papa damals als Musiker noch nicht so erfolgreich, dass das jetzt für einen großen Familienunterhalt gereicht hätte. Und es war halt ein bisschen schwierig. Meine Mama ist erstmal, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, zu meinem Opa in die Garage gegangen und hat geweint. Und das hat in mir so ein bisschen zurückgelassen, okay, scheint ein dramatisches Erlebnis gewesen zu sein. Mhm. Verstehe ich aus ihrer damaligen Situation natürlich super, jetzt wo ich selber so alt bin wie sie damals. Aber aus Sicht des Kindes war es manchmal schon irgendwie komisch, das zu wissen. Und dann ging es ja auch so los, dass ich dann noch spätestens, wo ich angefangen habe, Musik zu machen fürs Fernsehen und so, Mitschüler und Mitschülerinnen das natürlich nicht so cool fanden, dass du dass du Volksmusik machst. Und Volksmusik ist nichts Schlimmes, oder haben die darüber gelacht? Oder was war das? Die haben darüber gelacht, ja. Also Kinder können grausam sein, waren sie in dem Fall auch. Ich weiß auch gar nicht, ob es um die Volksmusik ging oder ob es darum ging, dass man generell im Fernsehen war, dass der Papa auch Erfolg hatte und man ja auch dann denkt, dass da man das Geld mit der Schubkarre nach Hause fährt, wenn man einmal im Fernsehen gesungen hat oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so, dass ja, Kinder grausam sein können und wie gesagt, in meinem Fall das auch war. Und das hinterlässt natürlich was in mir und hat in mir hinterlassen, dass ich an meinem Wert einfach gezweifelt habe und dass ich mich oft gefragt habe, ob ich ausreiche, ob ich nicht gut genug bin, ob ich gewollt bin. Und habe mich einfach auch ganz oft nicht verstanden gefühlt, glaube ich.
Mit 12 kam eine Bühnenpause. Deine Eltern wollten, dass du dich auf die Schule konzentrierst, weil die Noten jetzt auch immer darunter leiden, wenn du so viel unterwegs bist? Nee, nicht ganz. Also es wäre schon in einem gewissen Rahmen noch gegangen und ich hätte auch Lust drauf gehabt. Das Ding war nur, dass sich die Produzenten der Silbereisen-Shows irgendwann mit meiner Mama getroffen haben und ihr eröffnet haben, dass sie für mich eine eigene TV-Sendung im Kinderkanal vorsehen. Das heißt, du würdest durchstarten? Genau, das ist eigentlich so schon was, was jetzt nicht jeder angeboten bekommt, glaube ich. Und da war es halt so, dass es da schon konkrete Ideen gab und auch konkrete Pläne, wie oft man da drehen müsste, wann und wo und mit wie viel Aufwand. Und meine Mom hat gesagt, das ehrt uns sehr, aber es funktioniert nicht, weil das Kind soll Kind bleiben und soll auch noch zur Schule gehen können und halbwegs gute Leistungen abrufen. Und da hat man von der Gegenseite im Prinzip mit sehr wenig Verständnis reagiert und hat uns klar zu verstehen gegeben, also dann endet unsere gemeinsame Reise hier. Und dann war das auch das letzte Mal, dass die angerufen haben und mich in irgendeine Sendung eingeladen haben. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt hat meine Mama und auch ich noch gedacht, das war uns gar nicht so bewusst, dass das jetzt einfach erstmal, ja okay, das klappt jetzt nicht, aber so ein bisschen wäre schon noch weiter Musik machen. Aber im Prinzip war das für meine Volksmusikzeit das Ende. Du bist fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel. Ja, kann man schon so sagen. Also aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, das Business ist so und das ist auch okay. Und das sind Spielregeln, die es halt in jedem System irgendwie gibt. Und am Ende geht es dort auch um Geschäft und um Geld verdienen und um Quote. Und die brauchen natürlich am Ende Leute, die das Ding mitgehen können. Mhm. Das ging jetzt als 12-Jähriger nicht so gut. Aber in dem Moment habe ich das gar nicht so realisiert, aber wo man so älter wurde, so 15, 16, 17, 18, so Hochphase der Pubertät und dann manchmal so drüber nachgedacht hat, hat es schon wehgetan, einfach zu realisieren, auch ich bin dort nicht gemocht worden oder ein Stück weit ja auch fast schon hofiert worden an mancher Stelle, weil die mich besonders nett fanden oder weil die meinen inneren Wert gesehen haben oder so, sondern am Ende, weil du dort ein Produkt warst, was für eine bestimmte Zielgruppe, für alte Omis und alte Obis, als niedlicher kleiner Stift irgendwie gut funktioniert hat. Was hat das mit dir innerlich gemacht, dieses zu realisieren, zu verstehen? Es schlägt in dieselbe Kerbe, die ja bei mir schon angelegt war. Also das, was ich gerade schon gesagt habe, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht auszureichen, das ja, wird dadurch natürlich verstärkt. Mhm. Aber du hast tatsächlich angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Dann kam, als du mit 15, also 15 warst, hast du das Lied Sommerregen rausgebracht, das ein richtiger Hit wurde, ein großer Hit. Du warst in den Charts, bist wieder auf die Bühne gegangen. Was hat dir das gegeben jetzt, dieser Hit, dass dieses Lied was ein Erfolg wurde? In erster Linie war es eigentlich für mich Ventil. Ich habe da in diesem Song ja das Ende meiner ersten Beziehung verarbeitet. Also erste große Liebe, zu dem Zeitpunkt auch das Ding von das, an was ich mich geklammert habe, wo ich meinen Wert auch drin gesucht habe. Endlich eine Frau, die mir Liebe gibt, die mich mag, die mich wertschätzt, mit der ich meine Zeit verbringen will und die geht dann mit einem anderen Jungen auf irgendeine Hausparty spontan fremd. Bleibt natürlich zurück. Ich bin es nicht wert, ich bin nicht genug. Wieder die gleiche Kerbe. Wieder dieselbe Geschichte. Und dann habe ich mich auch einfach in die Musik geflüchtet. Also wie gesagt, das war dann Ventil. Ich habe das, was ich gefühlt habe, versucht in Musik zu packen. Und eigentlich über Umwege, also Sommerregen kam 2013 raus, als meine erste Version, mit für 400 Euro in ein Tonstudio um die Ecke gegangen und für 200 Euro ein ganz billiges Musikvideo dazu gedreht und bei YouTube hochgeladen und die ersten 1000 Aufrufe gefeiert wie eine goldene Schallplatte. So. Und 2 Jahre später erst kam der Song so ein bisschen ins Rollen, weil dann verschiedene DJ-Duos kamen und so Remixe von dem Song gemacht haben und der Song auf einmal in Diskotheken lief und ich dann irgendwann selber bei uns in der größten Diskothek in der Gegend stand mit 18 und hab dort mein Lied gehört und das war irgendwie auch erstmal surreal. Super cool, richtig, ja. Nice. Und ja, das war schon noch ein bisschen in Ego-Pusher, sag ich mal. Also es war nicht so, dass das meine Intention gewesen wäre und bis heute nicht ist, Musik zu machen, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache Musik, weil ich das für mein Ego brauche. Aber es ist natürlich, wenn man ehrlich ist, schon ein positiver Nebeneffekt. Ja. Du hast jetzt mehrfach davon gesprochen, dass es so eine Kerbe gibt, ja,
wo da manche Sachen reinhauen, unter anderem jetzt auch, dass das Mädel dich verlassen hat, deine erste Liebe. Wie hast du versucht, diese Kerbe dann zu füllen, wenn es jetzt nicht unbedingt die Musik war, aber sie war ein Ego-Pusher? Mhm. Naja, ich habe hinterher im Prinzip dann meine wirkliche erste große Liebe kennengelernt und war da auch, sage ich mal, so verliebt wie vorher nie und auch nachher sehr lange nicht. Und das war wirklich, also das war wirklich eine gute Maat, wie wir im Erzgebirge sagen würden. Also eine richtig Liebe und eine richtig gute, die mich auch, glaube ich, wirklich von Herzen geliebt hat. Und mich, habe ich dann später immer gesagt, glaube ich, wenn ich es nicht verballert hätte, nie verlassen hätte. Aber ich habe schon dann damals auch nach dieser Beziehung, so nach einer bestimmten Zeit, so nach anderthalb, zwei Jahren, gedacht, die wird irgendwann rausfinden, dass ich doch wieder nicht reiche. Die wird irgendwie dahinter kommen, die hat sich jetzt in eine Illusion verliebt und irgendwann merkt die, wie das alle in meinem Leben zuvor gemerkt haben, ich bin eben nicht genug und ich reiche nicht aus. Und dann wird die mir das Herz brechen und wird gehen. Und ich habe sie im Prinzip versucht zu entwaffnen. Ich habe ihr diese Waffe, dass sie mich verletzen könnte, weggenommen, indem ich derjenige war, der angefangen hat zu verletzen. Ich habe dann angefangen, wirklich mich nicht nur in die Musik zu stürzen, sondern halt auch immer wieder in Frauengeschichten. Habe da, sage ich mal, das Ding auf einer Bühne zu stehen auch ein Stück weit ausgenutzt, weil es da schon ja, viel Interesse auch immer gibt von Frauen oder gab. Und ja, habe dann angefangen, stellenweise schon ein bisschen Doppelleben zu führen. Also ich war auf der einen Seite, wollte ich natürlich diese Beziehung und wollte diesen warmen Hafen zu Hause haben, wo man hinkommen kann und sich geborgen fühlen kann. Habe aber gegen diese Angst, verlassen zu werden, im Prinzip präventiv reagiert, indem ich schon mal vorgesorgt habe für den Fall, dass die mich eines Tages verlässt, meine Freundin, dass ich sagen kann, ja, ich habe nichts verpasst. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Das ist ja echt krass, dass du das so beschreiben kannst. Ja, Problem ist, ich habe gesagt, ich habe sie versucht zu entwaffnen, aber ich bin ja nicht im Krieg, sondern in der Liebe. Das ist mir viel zu spät eigentlich erst bewusst geworden. Dass ich mit dem, was ich da gemacht habe, den Menschen, der mich wirklich geliebt hat und wirklich gesehen hat, am meisten verletzt hat, habe. Und ja, dass man da wirklich aus damaliger Sicht, heute ist das alles gut und heute geht es ihr gut und mir gut. Und ich glaube, wir haben da auch unseren Frieden damit gemacht. Aber damals war das wirklich, man wirft einen Diamanten weg und geht Steine sammeln. Das war immer noch diese Kerbe, die war dann da, dieser Schmerz. Wenn wir auf diesen Abend in Berlin gehen, wir vor dieses Megakonzert, vor diesen 17.000 Menschen. Berliner Wuhlheide. Ja, Berlin Wuhlheide. Hat dir das nicht da auch was gegeben und ein bisschen was von dieser Kerbe, von dieser Leere gefüllt? Also das war rückwirkend betrachtet, 2016, eigentlich meine schlimmste Phase. Ich war permanent auf Tour. Ich war damals mitgestört, aber geil, die, wie gesagt, Sommerregen geremixt hatten oder wir haben eine eigene Version zusammen gemacht. Auf Deutschland-Tour, jedes Wochenende weg, jedes Wochenende große Hallen. Ich sag Berliner Wuhlheide, dann so war so der Abschluss mit 17.000 Leuten. Auf der einen Seite konnte ich das machen, was ich am meisten geliebt habe und wovon ich immer geträumt habe und wo man auch immer gedacht hat, wenn ich das habe, wenn ich das machen darf, dann bin ich glücklich und dann geht es mir gut und dann ist alles, ist auch, stimmt auch mit meinem Selbstwert. Mhm. Und eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt absolut verloren. Also ich habe einfach in dem Zeitraum wieder versucht, ganz extrem so mich zu füllen mit irgendwas. Ob das dann Partys waren, ob das, wie gesagt, Frauen auch in erster Linie waren, ob das Pornografie war zur damaligen Zeit. Also ganz viele Ersatzlösungen für Liebe. Und ich war verletzt aus meiner Geschichte heraus und auch aus ein paar Sachen, die ich erlebt hatte. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Das war so und das habe ich damals sehr rücksichtslos und mit Ansage getan. Du stehst auf der Bühne, du machst Musik, du bist erfolgreich. Es wird immer mehr, es wird immer größer. Aber du siehst ganz genau, dass wenn du auf der Bühne stehst, das ist nicht mehr das Entscheidende. Und du merkst in dir drin, da ist eine riesengroße Spannung. Irgendwann rebelliert der Körper. Hat er das bei dir gemacht?
Ja, also es hat dann schon noch ein paar Jahre gedauert. Wuhlheide war 2016, 2020 bin ich krank geworden. Was dazwischen noch war, muss man halt sagen, waren immer wieder gescheiterte Beziehungen, immer wieder fremdgegangen auch. Dann dazwischen noch zwischen den Beziehungen immer wieder ganz viele One-Night-Stand-Geschichten. Und also wirklich ein Lifestyle angeeignet, der einfach jenseits von Gut und Böse war. Und Anfang 2020 ging nicht nur die Pandemie los, was für mich als Musiker natürlich schon schlimm genug war, nicht mehr spielen zu können und auch, sag ich mal, wirtschaftlich so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern bedroht zu sein. Ich habe mich aber zu Beginn des Lockdowns nochmal verliebt und da ging schon so eine Phase dem voraus, wo ich mich viel selber reflektiert habe und so für mich gemerkt habe, also Toni, du willst auf der einen Seite eine Freundin haben, du willst treu sein, du willst mal eine Familie haben, du willst heiraten, du willst Kinder haben. Und auf der anderen Seite baust du eigentlich immer wieder, wenn du wirklich jemanden hast an der Stelle, wenn es ernst wird und wo du merkst, okay, es will jemand wirklich an dein Herz, dann flüchtest du immer wieder und dann suchst du deinen Wert wieder in irgendjemand anderem, in anderen Frauen. Und da hatte ich schon für mich dann so festgelegt, okay, ich will jetzt einmal versuchen, das richtig zu machen. Mit dieser, die dann kam, die war sehr hübsch, die war sehr lieb. Und da habe ich eigentlich gesagt, so, boah, es ist schon ein Checkpot. Und du baust jetzt einfach mal keine Scheiße mehr und machst jetzt einfach mal richtig. Und nach 3 Monaten stellte sich raus, dass sie ein Doppelleben führt. Und eigentlich bin ich konfrontiert worden mit dem, was ich früher selber gemacht habe. Sehr schmerzlich und vielleicht auch noch ein bisschen an einer oder anderen Stelle noch ein bisschen extremer. Aber das war so der endgültige Knockout für mich, sage ich mal, der mich wirklich im Mark erschüttert hat, weil mir ging es ja eh schon nicht gut. Und alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich ja nicht gemacht, weil mir es gut ging, sondern weil ich eh schon nicht wusste, wer ich selber bin. Und das dann noch obendrauf, dann hat mein Körper irgendwann sich gemeldet. Ich bin aufgewacht vormittags mit einer halbseitigen Gesichtslähmung, das heißt, meine komplette rechte Gesichtshälfte hat nicht mehr funktioniert. Dann kommst du also ich glaube, da würde jeder ins Rennen kommen, aber wenn man auf einer Bühne steht und in dem Geschäft ja auch ein bisschen auf Optik angewiesen ist, ich würde dazu noch ein sehr eitler Typ bin, von Haus aus, dann ist das natürlich als junger Mensch erstmal der Super-GAU. Was war die Diagnose? Was haben die damals gesagt? Das wird sich erholen? Diagnose hieß idiopathische faciales Parese. Das heißt am Ende auch, man kennt den wirklichen Ursprung nicht, rein wissenschaftlich. Es gibt Indizien und es gibt Vermutungen. Also man sagt, dass es schon sehr häufig bei Stress und vor allem bei, sag ich mal, so psychischen Dingen auftritt, wenn so Sachen passieren, die einem sehr am Mark erschüttern. Aber so richtig, also es gibt jetzt keinen Zettel, wo irgendwie eine tatsächliche Ursache drauf stand. Aber ich sag mal, was hast du mit der Diagnose gemacht? Also es hieß jetzt, war irgendwas in der Psyche, war irgendwas mit dir, mit deinem Körper. Was hast du damit gemacht? Ich bin erstmal den Körper angegangen, weil ich musste natürlich sehen, dass das Gesicht irgendwie wieder wird. Das war zu dem Zeitpunkt erstmal mein größter Wunsch. Und dann habe ich in den nächsten Wochen natürlich auch gemerkt, okay, ich muss auch an die Ursache ran. Und ich wollte auch an die Ursache ran. Ich habe ja gemerkt, dass viel zu viel schiefgelaufen ist in den Jahren davor und auch eine Psychotherapie dann freiwillig begonnen. Also ich habe selber, mir hat kein Arzt irgendwas verschrieben, sondern ich bin selber zur Therapie gegangen und habe das selber bezahlt und habe einfach was für mich und für meine Gesundheit machen wollen. Und das ist wahrscheinlich der noch wichtigere Fakt gewesen, ich habe mich dort zurückgeworfen gefühlt auf die Frage, wer denn mein oder unser Leben in der Hand hat. Weil es war ja schon so, dass man im Krankenhaus zu mir gesagt hat, es gibt jetzt keine hundertprozentige Heilungschance. Und habe mich in dem Moment zurückentsonnen, dass ich 6 Jahre zuvor, 2014, also eigentlich bevor der ganze Niedergang, persönlicher Niedergang kam, dass ich mal Jesus mein Leben gegeben hat, dass ich irgendwann mal Gott gebeten habe, in mein Leben zu kommen. Das klingt ein bisschen komisch. Jesus mein Leben geben? Mhm. Was heißt das genau? Das heißt, es kommt das nächste komische Wort, bei einer Zeltevangelisation. Das heißt, das ist im Prinzip eine Veranstaltung, die hauptsächlich für Leute gedacht ist, die
keine Christen sind, also die noch nicht wissen, was es mit Gott und mit Jesus auf sich hat. Da saß ich und es kam eine Predigt zum Thema Pornografie. Und bei mir hat Pornografie, wie bei so ziemlich jedem Jugendlichen in meinem Alter oder meiner Generation, eine große Rolle gespielt. Und ich habe immer gedacht, man kann mit Pornografie irgendwann von heute auf morgen aufhören. Also gibt es dann den Tag X, wo du eine Freundin hast oder heiratest oder ein Kind kriegst und dann sagst du, gut, ab heute nie wieder. Und in dieser Predigt hieß es, man soll genau diesem Irrtum nicht auf den Leim gehen. Weil wenn das so einfach wäre, von heute auf morgen Nein zu sagen, dann kann man es auch jetzt machen. Dann muss man nicht auf den berühmten Tag X warten. Und ich habe mich da total ertappt gefühlt und bin damit ans Kreuz gegangen und habe dort im Prinzip zum ersten Mal mein Leben Jesus gegeben. Das heißt, ich habe Gott gebeten, in mein Leben zu kommen. Du hast gesagt, ans Kreuz gehen, ist das dieses, was du meinst mit mein Leben Jesus geben? Oder was heißt das? Ja, steht ein Kreuz vorn neben der Bühne. Ah, okay. Und da bin ich hingegangen und es ist im Prinzip ein, ja, sag ich mal, ein Stück weit ein symbolischer Akt. Jesus, der am Kreuz für uns Sünden gestorben ist vor über 2000 Jahren, ist am Ende, deswegen gehe ich ans Kreuz, um dort meine Verfehlung und meine Sünde, da wo ich es einfach nicht hinkriege in meinem Leben, da wo ich Fehler mache, ihm das zu bringen und ihn einzuladen, mit mir gemeinsam irgendwie zu arbeiten an den Dingen. Jetzt wissen wir, das hat erstmal nie so gut geklappt. Also das hast du gemacht tatsächlich, du hast gesagt, ich lebe jetzt mit dir und dann ging es aber bergab. Genau, ich lebe jetzt mit dir und ich will keine Pornografie mehr gucken. Und ich habe damals gedacht, mit diesem ersten Gebet ändert sich alles von selber. Also dann kommt Gott und der macht. Und ich muss mich nicht drehen und wenden, sondern das passiert wie von Zauberhand. Mhm. Jetzt will ich nicht absprechen, dass es Leute gibt, bei denen das genauso kommt. Habe ich tatsächlich auch schon gehört. Bei mir war es nicht so. Ich bin innerhalb kürzester Zeit natürlich wieder zurückgefallen, weil ich nichts gemacht habe dafür. Und deswegen war dieser Gedanke mit Gott halt auch relativ schnell wieder aus meinem Kopf. Und der kam erst wieder, als du diese Gesichtslähmung hattest? Der war schon immer mal zwischendrin wieder da. Ich habe mich auch damals in dieser Zwischenzeit als Christ bezeichnet, aber das Leben, was ich geführt habe, hat halt sehr wenig damit zu tun gehabt, tatsächlich Christ zu sein. Mhm. Und in dem Moment kam das wieder und ich habe so das Gefühl gehabt, als erinnert Gott mich an das, wie wir damals gestartet sind zusammen 2014. Und ich wusste, ich will Pornografie den Kampf ansagen, habe mir ein Buch bestellt, habe mir jemanden gesucht, mit dem ich über das Thema reden kann. Und ich wollte so ein bisschen in Vorleistung gehen. Also ich wollte Gott schon zeigen, dass ich es ernst meine. Mhm. Und das habe ich damals gemacht. Und dann bin ich innerhalb von 2 bis 3 Monaten gesund geworden, insofern, dass die Gesichtslähmung weggegangen ist. Hast du mit Gott diskutiert? Hey, ich mache jetzt hier was und... Ja, also es war schon ein Deal. So. Also ich habe schon gesagt, so ich gehe in Vorleistung und ich wünsche mir aber von dir, dass du mich dafür gesund machst. Oder wenn du mich gesund machst, dann will ich. Und ich glaube aus heutiger Sicht ehrlich gesagt nicht, dass Gott Deals macht mit uns. Oder dass man mit ihm verhandeln kann so richtig. Aber ich glaube, er hat das Ding mitgemacht, einfach weil er ja wusste, was danach kommt. Und was ist dann das Ergebnis gewesen? Ich meine, man macht einen Deal und was passiert danach? Hast du ihm noch irgendwas versprochen? Nö, also ich habe dann erstmal abgewartet. Ich bin, wie gesagt, hab mir jemanden gesucht, mit dem ich über das Pornografie-Thema reden konnte. Und der war eigentlich so meine erste Kirche. Also der war derjenige, der mir von Gott erzählt hat, der mit mir gebetet hat, der mir Sachen aus der Bibel erzählt, den ich fragen wollte. Ich habe super viele Fragen gehabt. Angefangen so ein bisschen Bibel zu lesen und habe ganz viele Dinge nicht verstanden. Und da konnte ich den immer fragen und so. Und das war einfach wie so der Start. Also ich musste voll in diese absolute Katastrophe rennen und voll am Ende sein, dass ich es endlich mal selber nicht mehr an der Hand hatte, um mich zu fragen, okay, wen gibt's denn jetzt noch? Und dann war das so mein Startpunkt. Dann war da mit Gott. Ja. Du bist gesund geworden. Mhm. Wie ging es dann weiter für dich? Also es sind noch einige Dinge aufgebrochen, auch im Zuge dieser Krankheit. Also ich habe angefangen, Panikattacken zu entwickeln und so. Einfach weil dann natürlich auch super viel aus der Vergangenheit zum ersten Mal hochkam, weil ich es auch bewusst hochgelassen habe. Diese Kerbe, dieser Schmerz. Dieser Schmerz und auch alles, was ich selber verbockt und verrammelt hatte. Ich habe angefangen, Nachrichten zu schreiben, Briefe zu schreiben an all die Frauen, mit denen ich
früher mal was hatte, habe ihn versucht zu erklären, warum ich das damals gemacht habe, habe mich aber hauptsächlich entschuldigen wollen und habe ihn auch irgendwie wert zusprechen wollen und habe versuchen wollen zu sagen, du bist deutlich mehr wert als das, was ich, wie ich damals mit dir umgegangen bin und wie ich dich einfach nur zu meiner Befriedigung benutzt habe, fast schon. Ich habe eine Gemeinde gesucht, ich habe mich taufen lassen und das, ja, also ich habe dann wirklich noch mal so richtig und aus vollem Herzen zu Jesus ja gesagt. Und das hat mein Leben schon an sehr vielen Stellen sehr grundlegend verändert. Du hast zu ihm ja gesagt, hat er zu dir ja gesagt? Hast du eine Antwort bekommen? Ich glaube, dass Gott schon zu mir ja gesagt hat, bevor ich überhaupt da war, dass er mich wollte und dass ich eben nicht ein Produkt des Zufalls bin und eben kein Unfall bin, so wie ich das eingangs gesagt habe und wie ich das selber empfunden habe. Ich war für meine Eltern sicher ungeplant im ersten Moment, aber ich glaube, ich war für Gott nicht ungeplant, sondern ich glaube daran, dass nicht nur ich, sondern dass jeder Mensch von Gott gewollt ist und dass Gott für jeden, wenn Gott einen Menschen will, auch für jeden einen Plan hat und für jeden was Gutes vorbereitet hat. Und ja, davon bin ich mittlerweile überzeugt und es hat natürlich auch was mit meiner Grundeinstellung oder mit dieser Kerbe, die wir jetzt immer genannt haben, hat es natürlich auch was gemacht. Also das Ding, dass ich gesagt habe, ich habe zu Jesus gefunden, ich bin ein Kind Gottes geworden, wie ich gern sage, heißt nicht, dass ich von heute auf morgen ein perfektes Leben führe und dass sich alle Probleme in Luft auflösen und dass ich nicht kämpfen muss. Aber ich weiß, wo meine Kraft für diesen Kampf herkommt und ich weiß auch, dass ich es nicht an jedem Tag perfekt hinbekomme und dass ich jetzt nur, weil Jesus Teil meines Lebens ist, kein perfekter Mensch bin. Ich weiß auch, dass ich zu ihm kommen kann und ihm sagen kann, dass ich es nicht hinbekomme und dass es für ihn okay ist, weil er es getragen hat für mich. Wenn jetzt jemand wieder in die Kerbe haut, Salz in die Wunde streut, dir sagt, du bist nicht gewollt, wie gehst du damit um? Also ich frage natürlich dann am besten sofort, aber spätestens, wenn sich die Gelegenheit bietet, ich frage Jesus, ich frage Gott, wie er mich sieht. Ich lese sein Wort und lese auch in der Bibel, was Gott über mich denkt. Und dann ist es trotzdem nicht an jedem Tag leicht, Ablehnung zu erfahren. Aber man kann es ein bisschen relaxter mittlerweile sehen. Ich kann es ein bisschen relaxter sehen, als ich das früher gesehen habe, wo Ablehnung oder fehlende Bestätigung so das Worst-Case-Szenario war. Und wie findet dich Gott? Wie er mich findet? Ja, wie er dich findet? Ich glaube in erster Linie, wie jeden anderen Menschen auch, gut. Ich glaube, dass er uns sehr geschaffen hat und dass er an seinem Wort sagt, er hat uns nach seinem Abbild geschaffen. Das heißt, er hat was von sich, von seiner Perfektion in uns hineingelegt und das gibt mir echt Ruhe. Danke dir. Sehr gern. Hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Du bist von Gott gewollt. Dieses Wissen reißt Toni Kraus aus seinen Selbstzweifeln. Und weißt du was? Diese Annahme gilt genauso für dich. Gott hat dich gewollt und er nimmt dich an, so wie du bist, ohne dass du ihm was beweisen musst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.